Weil du und ich sind jetzt unterwegs zu so einem Dude von Kleinanzeigen, der irgendwie ganz viele verschiedene Eimer und Kannen und sowas im Angebot hat. Aber ist er noch nicht da? Scheinbar nicht. War noch verabredet um 12. Na ja, gut, dann warten wir noch ein paar Minuten. Ich will eine Dusche bauen, der Typ soll Gas geben. Der hat schon so komisch geschrieben. Aber ich dachte, er ist nicht weit weg, das gucken wir uns mal an. Da ist er ja. Ah. Ist in Ordnung, wenn wir ein bisschen filmen? Wir haben so einen YouTube-Kanal. Dann kommen mehr Leute in meinen Laden, oder wie ist das? Könnte sein. Dann kommen sie mal rein. Carsten war das, richtig? Ja. Und ihr seid? Ich bin Joel. Ich bin Waldo. Ja, moin. Wir brauchen einen Eimer. Boah, warum stinkt das hier so? War lange nicht mehr offen. Wir bauen gerade so eine Dusche für unsere Sauna. Wissen Sie, wo man so an so einem Seil zieht und dann kippt sie um? Dafür brauchen wir so 3, 4 Eimer, am besten die gleichen. Ja, ist mir egal, was ihr damit macht, ne? Davon 3 Stück ist eigentlich ganz geil. Was wollen Sie denn für 3 Stück von denen? 3 gleiche? Ja. Ja, wir würden die kleiner nehmen, die müssen ja dann noch günstiger sein. Das Eimer ist Eimer. 5 Euro für alles? 4. Aber nur, wenn ihr mir versprecht, dass ihr da was Schickes mitmacht. Mach mal. Ich hole die Sachen echt von weit her. Wissen Sie was? Kommen Sie vorbei, gucken Sie sich das an. Sauna ist jetzt nicht so meins. Ja, aber ich finde es gut, dass die jungen Leute wieder basteln. Ne? Ja. Also wir sind heute den ganzen Tag dabei. Ist auch gar nicht weit weg, hier 10 Minuten im Auto. Wenn Sie in der Mittagspause mal vorbeikommen wollen, gucken Sie sich unsere Basteln an. Kommen wir aber gleich mit. Klimansland heißt das. Ach. Ja. In, da hat eine Sauna. Ja. Ja. Kann man da auch mal so Saunagänge machen? Ja, und so? Sicher. Haben Sie nicht gerade gesagt, dass das nichts für Sie ist? Ja, man ändert seine Meinung ja. 10! Kommen Sie einfach mit. Wie fahre ich hier so euch hinterher? Braucht ihr hier noch was anderes? So, ich habe hier noch Krabben. Verschiedenste Krabben. Ja, letztens war einer da, der guckt gern SpongeBob. Der war da auf Wolke 7, sag ich mal, ne? Apropos Wolken, ich habe hier Karten mit Wolken. Kisten. Hier ist jetzt gerade so ein bisschen Quiver. Ich habe hinten noch Lager da. Da schlagerst du mit den Ohren, ne? Also fahren Sie uns einfach hinterher, ne? Ist nicht so weit. Parken Sie da draußen. Soll ich jetzt weiter oder was? Parken Sie da draußen. Ja, hier ist nur für Mitarbeiter. Parken, wir holen Sie ab. Mal vorher mal sagen, ne? Was meinen Sie? Ja, ich dachte schon, ihr macht hier einen guten Preis und dann macht ihr euren Staub. Nee, nee. Nur auf dem Hof ist nur für Mitarbeiter. Parken. Was ist das hier alles? Wie Hanf geraucht? Nee, das ist. Wir haben so ein Labyrinth. Dann, boah, das ist alles. Hier zieht man vorher eine Knolle und dann geht man da rein. Nee, es ist mit Mais. Hier können Sie sich zum Beispiel eine Münze pressen. Ist das ein Arsch? Ja, das ist ein Arsch. Deswegen pressen. Ja. Ja, komm. Meine Herren, meine Herren. Cooler Fuhrpark, ne? Ich meine die Toilette da oben. Ach so, ja, ist nett. Mein Lieblingsplatz. Ja, und hier kommen wir jetzt zur Sauna. Ach, da ist schon Tobias. Tobias, komm mal rüber. Ach, das ja, ah, bist du in einer richtig großen Kamera. Hallo. Moin, Tobi. Wir haben ein paar Zinkeimer heute gekauft und der Herr wollte sich. Carsten. Ja, bei Kleinanzeigen. Ah, so. Ja. Ich hab mehrere Kleinanzeigen-Accounts, damit die mich nicht drankriegen. Schauen Sie, hier haben wir eine schöne Feuerstelle. Also, da ist heiß, hier ist heiß. Da ist heiß, hier ist heiß. So, dann sitzt ihr hier mit einem Mann und macht hier so eine Wurst rein. Ich, für mich ist das nichts. Mir ist das immer zu nackt alles. Oh, das ist aber nicht so groß, wie ich dachte. Ja, es geht noch weiter, ne? Ja, moin. Ums Eck. Genau. Hier ist so ein bisschen so Abkühlbereich zum Relaxen. Kannst du schweißen oder irgendwas? Ich kann alles. Ich baue auch Sachen. Ja? Ja. Was haben Sie denn schon gebaut? Ich bin eigentlich so im Aquariumbereich. Ja, da packe ich gerne eben kurz mit an. Mein Onkel hat auch so eine. Da waren wir hier mal, war ich mal mit Jagen, da haben wir so ein paar Rehe fotografiert. Ja. Können wir ja jetzt mal einblenden, wenn Sie möchten. Ja, ja, gerne. Muss ich mal fragen. Kann er mir auf CD brennen. Die Idee ist, wir bauen jetzt hier eine. Wir werden noch mal belassen, weil wir hier überlegen. Ne? Arbeiten Sie schon lange zusammen? Ja, manchmal. Manchmal arbeiten wir lange. Jetzt musst du überlegen, wie wir das hier irgendwie gut hinbekommen. Der ist so einfach. Ja, hier kommt der Otto raus, ne? Hier der Galgen, sag ich mal. Dann setzen wir ihn noch so ein rüber, sodass da alle drei drin sind. Dann schätze ich mal, wolltet ihr das so machen? Und dann hier auch die Umlenkreile rein, dass das so zieht, oder? Ich hätte hier eine so Welle. Ja, dass sie mittig kippen. Ne? Ich hätte hier eine Welle durchgemacht. Ich glaube, ja, das läuft sauberer als der Henkel. Aber der Galgen, der ist ja klar. Ja, ich wurde auch nach dem Galgen gefragt. Moin. Ist ganz schön kräftig. Junge, mach doch deine Hand nicht kaputt, Alter. Nee, meine nicht.
Das ist doch geil. Hier unten kann man auch reinbohren gut. Mhm. Also ich würde... Wir drehen hier und außerdem haben wir... Ah, schon wieder der kräftige. Carsten hier. So, ich würde sagen, ihr macht das hier zwei, weil ich kümmere mich mal hier um die Wassersteuerung. Moin. Waldo. Carsten. Wenn ihr mich braucht, ich bin da hinten. Immer Gehörschutz bitte tragen. Ja, brauchst du mir nicht sagen, ne? PSA ist uns wichtig. Entschuldigung. Was soll denn das mit der Brille? Nehmen Sie doch mal die Brille richtig auf. Vorsicht. Drückt dir der Helm oder was? Ich hab's nicht gesehen, dass du dich jetzt gewöhnt hast. Heiß und scharf, ey. Pass mal auf. Siehst du besser die Brille auf? Ja, es könnte uns halt ins Auge gehen können. Ey, komisch, ne? Also kommen ja nicht alle Tage mal jemand vorbei, kauft was bei Kleinanzeigen, dann kommst du mit, ne? Es sei denn, das ist so eine Kontaktanzeige. Also er sucht ihn, sie sucht sie. Machen Sie sowas auch, so Partner? Also verkaufen Sie sowas auch? Was, Partner? Mhm. Ja, ich habe da auch eine Anzeige. Die läuft ganz gut. Für Sie jetzt, oder? Ja, ganz einfach, kurzes Bild, kurzer Text. Und dann läuft das, ne? Ich habe da einfach reingeschrieben, ich bin einsam, du bist einsam, ich könnte dich auch ein... Das tut mir leid, ich mach's nicht nochmal. Okay, wenn du es versprochen? Ja, ja. Okay. Ja. Ich würde mich nochmal auch hier entschuldigen. Das war jetzt nicht die richtige Wortwahl mit dem Beispiel da. Mit dem... Meinen Sie das? Mhm. So, wie weit bist du? Ja, es hat sich alles ein bisschen verdreht leider wieder. Jetzt suche ich mir ein Brett, wo die alle reinkommen. Und dann kommt die ganze Verkabelung dahinter. Eigentlich brauchst du mehr im Kasten. Machen Sie ruhig weiter. Ich suche mir mal was Nettes. Können auch Metall sein. Ah! Nick, einfach gar nichts. Mach mal das gerade. Ah! Hey, Mann, weil du... Ich sehe halt nichts, ne? Das ist doch Murks. Mach das mal gerade. Du hast das so krumm rangehalten. Ich habe die Kontrolle verloren. Aber so ist doch auch... Ich langsam lieber mit dem Langen arbeiten. Warte mal kurz, das ist doch so super. Guck mal, wenn ich hier noch einmal ranheft. Und wenn wir jetzt den dritten hier auch noch hinmachen und das einigermaßen passt, dann ist das doch super. Das passt ja gar nicht. Ja, macht ihr immer ohne Zeichnung? Meistens. Ich habe gerade überlegt, dass es krass wäre, weil das sind hier hohle Rohre. Es wäre krass, wenn das alles gerade wäre. Ja, das auch, aber das ist jetzt nicht unsere Stärke. Und so ist das hier auch. Sind die auch alle dicht? Sie haben uns ja verkauft. Also ich war heute Morgen auch noch ein bisschen dicht, nicht so ganz zurechnungsfähig. Also wenn nicht, könnt ihr den wiederbringen. Aber jetzt hast du den ja auch schon auseinandergebaut, da bin ich ja sogar Zeuge von. Ja, da muss jetzt noch ein Anschlag ran. Hast du dir was Flottes bei gedacht? Nee, gar nichts bei gedacht, will jetzt irgendwas machen. Ich habe jetzt alles ausgemessen. Ich mache jetzt hierfür eine Verkleidung quasi. Guck mal, der da. Der labert die ganze Zeit in sich selber. Breit, 75 hoch. Alles in Ordnung. Ich mach YouTube. Wir machen YouTube immer. Und das schraube ich jetzt zusammen. Carsten hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Wir machen nur YouTube. Das ist alles normal. Wow! Hast du es gesehen? Immer einen Helm aufsetzen, Kollege. Arschbacken zusammen, erster Gang. Ab zum Mc's. So, das Brett passt. Jetzt kommen hier ein paar Löcher rein. Moin. Danke. Carsten. Ich kann das immer nicht. Ich wusste nicht. Küss mich. Yeah. Wow. Oder so. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Darf ich auch mal? Ich muss ja gehen irgendwie. Wir sind jetzt beim Frickeligen. Ficken. Es ist jetzt etwas frickelig. Ah! Fuck! Aua! Ja, es tut schon weh. Aber meinst du, es liegt ja ein bisschen am Seil, an diesem Scheiß? Vielleicht doch am Seil. Ich führe das jetzt mal hier durch. Guck mal, wow, es ist viel einfacher. Es ist viel einfacher. Geile, ey. Ist das Brennnesseln? Nee. Parkour! Hier rein.
Genau, bis er unten rauskommt. Riecht wie die Luftröhre von so einem Kettenraucher. Da ist er schon. Noch ein Stück, weiter. Weiter, weiter, weiter. Himmel, Himmel, Hölle, Poku! Jetzt wird hier angeschlossen. Die erste Hochzeit. Jetzt können wir was anschließen und gucken, ob es funktioniert. Oh, Scheiße. Das ist guter Druck. Aber es ist dicht und es ist nicht abgeknickt. Wir machen jetzt hier mal schnell Aufgabenverteilung. Ich baue die Bodenplatte eben. Und ich mach Kies rein. Du machst Kies rein. Gehen wir mal Dennis nerven. Das macht richtig Spaß. Dennis! Mach die Scheißmucke aus! Mach aus jetzt! Ja, ich mach das uns aus hier. Du sollst nach Hause gehen, ich muss hier arbeiten. Ja, ich auch. Du störst meinen Arbeitsplatz. Ja, du kannst hier keine Musik machen, wenn ich hier... Machen. Wenn ich hier, Ich muss hier presenten, fertig werden. Du störst hier mal meinen Arbeitsplatz. Mach nicht die Tür kaputt. Ja, ist mir scheißegal, mach das auf. Ich muss da arbeiten. Ja, ich muss auch arbeiten. Dafür brauchst du aber hier nichts irgendwas absperren. Ja, doch. Weil du die Tür aufmachst und ich deine doofe Musik hören muss dann. Ich hab jetzt die Kameraverbot. Ja, du hast Musikverbot. Geh weg, ich muss Käfig bauen. Hat da noch viel besser geklappt, als ich es geplant hatte. Ja, das für die Unterkonstruktion, die Dinger da. Die muss ich jetzt aber abbauen. So. Das kann ja gar nicht passen. Dennis! Ruhe. Wie läuft's? Alles gut. Das sind die Hälfte von 78. 34. Das stimmt gar nicht. 44. Ich war wieder da. Dennis! Dennis! Der geht mir so hart auf den Sack. Also er rennt jedes Mal immer in eine Werkstatt rein, weiß, wo es ist und fragt. Und nervt einfach. Also das ist eigentlich mein liebster Kollege, wenn alle anderen nicht da sind. Dennis! Ich brauche einen Bleistift! Bleistift, ey. Sind die auf dem Bau? Was soll ich mit dem Bleistift hier? Ich bin doch nicht, kein Dachdecker. Oh Mann, ich verstehe nicht. Warum macht er das denn die ganze Zeit? Warum macht er das denn? Warum ist das denn so? Kacke, was ist denn da jetzt passiert, Alter? Ja, weiß auch nicht, ey. Der springt hier die ganze Zeit rum wie so ein... Ich guck mal nach dem neuen Blatt. Oh. Joel, Joel. Das musst du dir schon lassen, das hast du gut gemacht. Ja, guck mal, jetzt der Eimer zum Beispiel. Hoho! Das passt gerade so. Aber sieht wild aus, oder? Sieht voll geil aus. Boah, ist das heiß. Warte mal. Warum machst du das jetzt auf? Ich wollte mal testen. Kannst du, kommst du ran? Nee. Das hast du dir selber eingebrockt. Ist der Rest schon voll? Nee. Guck mal, ich habe zwei Blumen mitgebracht. Ich würde jetzt den Praxistest machen, dazu muss ich aber meine Badehose anziehen. Ist ja gut, willst du jetzt alles sehen oder wie? Ich war in der Sauna, mir ist super heiß. Es ist Zeit für eine Abkühlung. Wie geil ist das? Wie so eine Angelpose, Alter.